Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren League of Legends Let's Play. Und ja, hier so könnt ihr sehen, ist pausiert. Ich mache es jetzt mal weiter. Irgendwie haben wir alle kein Leben. Lol. Ah, liegt wahrscheinlich am neuesten Patch. Ich spiele mal Sache, wie ihr sehen könnt. Gegen Vladimir, Shaco, Soraka, Udyr, Xin. Shaco geht jungeln. Und wir haben natürlich keinen Jungler. Wie ihr sehen könnt, ist Sion echt pro und tut einfach mal sein E-Spiel immer an- und ausschalten. Naja. Ich werde erstmal probieren, ob es ein bisschen Vorsprung geht. Nein, das geht verlangsamen. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay, ja, genau, ich tue es ein bisschen Vorsprung. Boah. Weil es einfach ewig lange sonst dauert. Das interessiert uns ja nicht so extrem. So, machen wir ein bisschen weiter vor. Ja, das ist halt eben ein mehr Let's Show, aber jetzt hier wäre ich es einfach normal. Weil, ich könnte jetzt hier die ganze Zeit oben gucken und spielen, tue ich trotzdem hier in Mitte. Ich probiere so gut zu lasten, wie es geht, weil ich ja noch meine Mission nicht habe. Ja. Ich habe schon den ersten Lastet, Vladimir hat aber mehr. Neun. Ja, er hat schon vier und ich habe nur zwei. Und da habe ich ihn das erste Mal angehittet. Oh, das regt mich jetzt ein bisschen auf mit dem Leben. Naja, sehr geil. Ja, ich muss nichts machen. Ich könnte mal unten gucken und so, aber mache ich jetzt nicht. Lasst euch vom Ping nicht beeinflussen. Das ist eh nicht so. Weil, ach, Entschuldigung. Es ist, Dings, bei der LoL Replay ist der Ping manchmal eh viel höher, weil manchmal habe ich 5000er Ping. Manchmal hatte ich sogar meinen höchsten Rekord, was ich in-game noch nie hatte, war 50.000, das geht mal echt nicht in Ordnung. Wie ihr sehen könnt, ich habe noch Full Life, dann noch weniger Life. Ja, schon mal ein paar Last Hits und so bekommen. Ihr könnt sehen, als die Vision hier drauf auf den großen da, auf den großen Creep da gesprungen ist, bin ich sofort auf einen anderen Last Hit gegangen, weil die Visionen sind noch auf Level 1. Und dann schaffe ich es ohne meinen Begleiter sowieso nicht, den durchzuhämmern. Da lohnt es sich mehr, den anderen Dingsbums, den anderen Creep zu bekommen. Ja, 14 zu 15, das gleicht sich so langsam aus. Ah ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber Ranked ist es. Jetzt habe ich es zumindest gesagt. Nochmal sorry für den Part davor mit Kassadin, der hatte ich aus Versehen mein Mikro aus, keine Ahnung warum. Ist ja auch egal. Hm, ja. Das First Blood ist noch nicht gefallen. Hm, das Game ist schon länger her, deswegen weiß ich selber nicht, wer es bekommt. Ja, lass dich überraschen. Ich mich jetzt nicht auf. Hm, 26 zu 19. Oh, da hatte ich Glück mit dem Crit. Ja, der war fail wegen dem Vasallen. Sonst hätte ich den Last Hit auf jeden Fall bekommen. So, nächste Last Hit. Oh, der hat aber schon 27. Nicht gut. Naja, also Ranked Game natürlich generell mehr drauf achten auf die Last Hits. Weil es halt ziemlich viel bringt. Ab Level 5 nehme ich immer den W-Spell für die Ulti-Kombo, also Q, W, E und Ulti. Dann ist er so meistens instant down. Als erstes gehe ich immer auf Rulers Kristallzepter, je nachdem danach auf Stabszeitalters oder vielleicht davor auch schon auf Rabadons. Also End-Equip wird aussehen. Zauberschuhe, Ruler Is gehe ich immer als erstes. Dann auf Rabadons wird noch dabei sein, dann wird Stundenklass dabei sein. Habe ich schon 4. Meistens ist dann noch ein 2 Stab des Erzengels dabei, aber sonst habe ich eigentlich nicht. Ja, wie sieht's aus? 37 zu 27. Schwer bekommt eindeutig. Da hat er mich schön rest von meiner Vision weg. Das war nicht schön. Ja, aber dafür bekommt er meine Vision zu spüren. Deswegen, ich finde es eigentlich immer ziemlich genial, wenn die Visionen von den Vasallen auf den Champion dann überspringen, weil generell benutze ich sie, um
Vasallen-Ebene zu farmen. Und wenn sie dann noch auf den Champions, auf den Champion an sich überspringen, dann ist es geil. First Blood ist immer noch nicht gefallen. Mir soll es recht sein. Ich hoffe mal, es ist für unser Team. Aber ich verstehe Vladimir nicht. Oh, da kommt ein Blitz von mir. Was bleibt? Bäm! Naja, soll mir recht sein. Ah ja, eine Aktion erinnere ich, mache ich noch. Das war ziemlich bitter. Die demnächst jetzt kommt. Oh ja. Aber ich sag jetzt nichts. 33 zu 46, schade. Ja, das Schako. Ich weiß nicht, wovon er kam. Ah, da habe ich gemerkt, er verreckt ziemlich an den Creeps. Das heißt, ich greife auch an. Aber er hat mich gekrittelt. Und deswegen war es halt ein bisschen fail. Ich hätte einen E-Spin noch draufhauen können. Aber da war ich auch schon tot, bevor ich ihn gesehen habe. Und ich hätte ihn auf jeden Fall gekillt, wenn ich einmal meinen Q-Spin oder einen E-Spin noch drauf hätte. Ja, sie tun natürlich ein bisschen Flame, so wie ich halt auch geflamed habe im Team-Chat. Ist ja auch wurscht. Nicht im Team-Chat, im All-Chat. Dabei können wir uns eigentlich oben mal angucken. Oder besser gesagt, oder keine Ahnung was. Xin Solo Lane. Ich weiß nicht, warum sie so pushen. Das ist doch ziemlich fail. Weil ich meine, sie könnten nichts machen. Wie viele Last jetzt hatten der? Sion braucht man eigentlich so ziemlich extrem viele Last jetzt mit dem E-Spell. Das ist ziemlich geil. Deswegen ist es auch geil, wenn man auf AP mit ihm geht, dann mit dem Gewehr, also mit dem Schild. So ziemlich alles Farben und kriegt ewig viele Last Hits. Ich habe hier das gewonnen, damit hier Gank nicht passiert. Und jetzt ist vielleicht schon Level 6 und hat einen ziemlich niedrigen Cooldown, was mich jetzt was ich jetzt zu spüren bekomme. Ja, guck mal, das waren zwei Stück, zweimal Rest, sage ich jetzt mal. Und jetzt eh gleich wieder. Last Hits kann ich natürlich noch vergessen. 56, das ist nice für ein Flat. Oh, generell passt das. Und da habe ich ihn getroffen mit einem... Boah, 252. Der hat das gar nicht, ist mir doch gar nicht gestackt. Ja, schöner Tower, schöner Creep Cloud-Tour. Für Tor hier schön mit dem Dings mit den Creeps habe ich gesagt, weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich habe ein bisschen nicer gesagt. Boah, wie lange klappen wir nicht da aufgeregt hat. Zack, das sah jetzt so aus, als ob ich es gemacht. Ah, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können eh nicht mein Haus sehen. Frag mich nicht warum. Da war Fail. Und was mache ich? Was mache ich da? Naja, diesmal kommt die Munition. Ja, Double Kill. Oder nee, hätte er doch 1100. Hätte doch Full Life, oder? Wow, wow, wow. Boah, 3 HP, habt ihr es gesehen, Leute? 3 HP. Jetzt kommt gleich der Niederlies-Spam again pro Team. Boah, leck mich am Arsch. Und dann... Jetzt muss ich natürlich zurückschreien. Bams. Oben wieder welche tot. Was für ein Fail. Early Game? Ja, Early Game. Naja, GG. Sie gibt schon auf. Warum auch immer. Ich meine, es steht zwar 1 zu 4. Okay, das kann man eigentlich dann auch verstehen. Aber insgesamt geht's doch eigentlich. Ja, jetzt kommt der Age Flame. Warum auch immer. Scheiß drauf. Oh, was für ein Age Fail? Ich weiß nicht, das sind zwei, die ist doch doof. Konzentrieren wir uns auf uns. Kann ich mal der Damage rausgehauen?
Ja, ich konzentriere mich dabei auf das andere Creep Farming, aber ein bisschen fail. Okay, Nidalee ist Franzose und ich habe nichts gegen Franzosen, aber die flamen eigentlich immer. Meistens. Egal. Ist das Jody Solo Lane? Oh, 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 der hat da jemanden gefunden. Naja. Vermutlich kommt Flat jetzt irgendwie. Und ich wette. Ja, jetzt habe ich auch schon das SFs geschrieben. Das Mia oder was auch immer. Ich fahre hier derweil weiter. 82, ja, leck mich am Arsch, ey. Er ist nice. Oh, da ist er. Naja, gut. Dodge, Vladimir, das habe ich erst jetzt gemerkt. Schon der GG, sie hat schon mal geschrieben. Ich glaube, oh nee. Okay, ich glaube, ich probiere, ja. Und da haut er ab, sonst hätte ich meine Ulti noch drauf gehauen und dann wäre er tot. Da ist er. Da fürchte ich nicht, aber jetzt ist er tot. Und da hatte ich keinen Mana mehr für mein Dingsbums. Meine Ulti, sonst wäre Xin auch tot. Und wow, dann flasht er sich und holt sich den Kill. Lol. Was kommt jetzt? Mein Flash. Bro. Hab ich ein Glück, dass ich Shaco noch gezeigt habe, sonst hätte er sich vielleicht geportet oder so. Und ja, AFK anscheinend. Ja, ich mag irgendwie generell, wenn sich das Team gegenseitig zuflamet, nicht. Ich geh weg. Komm wieder. Den kann mir den Kittel des Riesen kaufen. Xin geht wohin. Ja, hab mir auch gekauft. Der hat mir vielleicht auch nicht. Ich tue noch schnell hier meine passive stacken. 02 in 13 Minuten. If game during 50 minutes. Ja, you will. Ha, lol. Irgendwie Fehlrechnung. Guck mal. 15 durch 13, was ist das? Bisschen weniger wie 5. Also 5, das ist höchstens 8 Tote. So, ey, Schmidt, da will ich jetzt kurz gucken. Weil, ich weiß nicht noch nämlich ziemlich genau, dass die so ziemlich gleich tot ist. Und ich bin aber da oben eigentlich gewesen. Das wollte ich eigentlich auf der Aufnahme gerne haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich weiß nicht. Wenn es jetzt nicht so hart leckst und durch das Leben. Ja, danke schön. Ich habe ganz kurz das Leben gesehen. Na toll. Na komm, war ich oben. Habe ich schon gesehen. Dings tot. Der Damage. Also geht back. Okay. Ich dachte ja, sie ist verreckt. Egal, ist ja auch wurscht. Ja, da reg ich mich halt auf, dass sie überhaupt Mitte geblieben ist. Und jetzt schon sagt sie immer so schön, ja, Malsa, Mitte, ich kann handeln. Ja, das habe ich auch damit zum Ausdruck gebracht. Lass ich mir miss. Ach, was mache ich denn? Ich bin ja gar nicht, ich kommentiere das ja nur. Egal. I will no creeps. Oh. Ja, das finde ich immer so ziemlich geil, dass der Randa bekommt, wenn er wieder die Sinn aufzaubert. Das heißt, er kann die Creeps farmen, bekommt Gold und kriegt dann auch schön viel Gold eben und kein... Oh Mann, ich muss mich mal wieder konzentrieren, das Spiel, was hier so losgeht. What a damage! Kill ich jetzt Vladimir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er läuft jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ja, er ist tot.
Telefon? Ich mach kurz Pause. Ah, okay. Dann kann ich weiter machen. Und natürlich bin ich jetzt viel zu lahm, was mich aufgeregt hat. Lol, der hat aber gar keine Schwungwertigkeit. Egal, der hat sich weggeportet. Jetzt probiere ich eben zu Raka zu killen. Warum die nicht wegrennt? Jetzt rennt sie erst weg. Ich meine, ich bin 2 Level über ihr. Und ich wollte jetzt nicht einfach meinen Kussball einfach irgendwie reinhauen. Und jetzt wollte sie in den Tower rein. Und ich fehle natürlich. Naja, who cares? Tower oben ist down, was ich gut finde. Wenigstens da haben wir einen Vorteil. We can win, schreibe ich. Und jetzt schreibt sie natürlich zurück. Ja, das ist jetzt gar nichts. Also wenn ich jetzt mal so in den Chat schaue, wie oft hat sie GG geschrieben? You will have bla bla bla. Parmatan, Franzose halt. Ah, ist ja auch wurscht.